Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer und liebe Eichhörnchen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, opfere ein paar Sekunden Zeit, dass wir uns alle wieder ein bisschen entspannen nach einer gerade eben doch etwas sehr hektischen, fand ich, kurzen Rede. Und ich mache vorweg ein kleines einleitendes Zitat aus der Wikipedia, um allgemein das Thema nochmal des Antrags ins gerade Licht zu rücken. Gleichstellung umfasst einige Thematiken, die aufgrund der unterschiedlichen Konzeption, der unterschiedlichen gesellschaftlichen Resonanz und der unterschiedlichen politischen Maßnahmen differenziert behandelt werden. Es geht um die Gleichstellung der Geschlechter, die Gleichstellung von Behinderten, die Gleichstellung von Homosexuellen, die Gleichstellung von Migranten, die Gleichstellung von Personen nach der sozialen Herkunft. Wenn wir hier also im Hause über Gleichstellungspolitik reden, wollen wir damit natürlich die Gleichstellung auch von Frauen und Männern auf allen Ebenen vorantreiben. So heißt es auch in Ihrem Antrag, dass Kinder und Jugendliche auch Männer als Vorbilder brauchen. Gut. Besonders im Bereich der frühkindlichen Bildung und in Schulen trotzdem fehlen derzeit wohl männliche Rollenvorbilder. Ich gehe hier gerne noch einen Schritt weiter und sage, dass Kinder nicht Männer oder nur Frauen als Vorbilder brauchen, sondern sie brauchen Menschen als Vorbilder, völlig unabhängig von ihrer sexuellen Identität. So wie es übrigens auch der rot-grüne Koalitionsvertrag auf Seite 79 vorsieht, was ich sehr begrüße. Im Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation haben wir uns bereits mit der Gleichstellung von behinderten Menschen beschäftigt, welche häufiger sexualisierte Gewalt erfahren. Die gesellschaftliche Gleichstellung von LSBTTI beschäftigt uns im Ausschuss nicht nur im Rahmen der Kampagne Anders und Gleich. Das Thema der Gleichstellung von Migranten und Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft hat uns bisher im Ausschuss noch nicht als einzelner Themenbereich beschäftigt. Das können wir uns ja schon mal für 2015 vormerken. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, in Ihrem Antrag sind aus unserer Sicht sehr wohl einige wichtige Themenbereiche aufgegriffen und benannt, welche die Gleichstellungspolitik betreffen. Darunter die gesundheitliche Vorsorge, die Gestaltung von Berufswahlmustern und auch die Gewalterfahrung. Wir hatten ja einen anderen Antrag mit den Gewalterfahrungen auch bereits schon mit eingebracht. Wir Piraten möchten diese Themenbereiche aber noch einmal nicht nur begrenzt auf die Zielgruppen von Frauen und Männern betrachten, sondern für alle Menschen. Wir begrüßen Ihren Vorschlag, Männer bei der Gleichstellungspolitik stärker in den Fokus zu rücken. Und auch ebenfalls schon erwähnt, insbesondere den gemeinsam erarbeiteten Antrag Jungen fit für die Zukunft machen oder auch gerne in kurz Boys Day, dem Sie hier eventuell vor dem kommenden Plenum ein wenig vorgegriffen haben, setzt dazu einen Schwerpunkt. Statt nun aber die Zielgruppe der Männer wieder isoliert zu betrachten, sollten wir alle Zielgruppen dann doch wieder in den Blick nehmen. Ich freue mich stellvertretend auf die Diskussion im Ausschuss zu diesem Thema, denn selbstverständlich werden wir einer Überweisung federführend aus der Opposition zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege.